Hey, mein Name ist Fabian von jumpropeberlin.com und heute zeige ich euch, wie ihr den EB, ein Behind-the-Back-Crossover, erfolgreich machen könnt mit dem Seil. Wie ihr im Video nebenan sehen könnt, ist der EB eine Kombination aus einem Side-Swing. Dann geht ein Arm hinter den Rücken, der andere bleibt vorne. Wir haben hier also eine Cross Situation. Dann kommt das Seil über den Körper und das ist der Moment, in dem ihr durch das Seil springt. Ganz wichtig dabei, wenn ihr den EB macht, es führt den Arm lange gerade nach hinten und crosst ihn erst dann hinter dem Rücken. Wenn ihr das gleich macht, also ein sogenanntes Hooking macht, wird das Seil immer diagonal kommen und ihr werdet es euch immer gegen ein Bein hauen. Das Ziel ist wirklich, den geraden Bogen zu kreieren, indem ihr beide Handgelenke dreht. Auch das Handgelenk hinterm Rücken muss mitdrehen, damit das Seil möglichst gerade auf euren Körper zukommt. Das braucht ein bisschen Übung, insbesondere weil eben ein Arm hinter dem Rücken ist. Koordinativ ist es ein bisschen anspruchsvoller, aber ich bin mir sicher, ihr kriegt es auf jeden Fall hin. Es braucht wie alles immer ein bisschen Zeit, also investiert einfach viele Wiederholungen und das wird euch spielen gelingen.